Ja, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will im Zuge der Energiewende nun noch mehr Tempo machen oder deutlich mehr Tempo machen, und zwar bei grünem Wasserstoff. Dazu besucht er die Vereinigten Arabischen Emirate und gibt dort gerade ein Statement. Da hören wir rein. Gut. Der letzte Zwischenstand aus den Verhandlungen raus und auch ein bisschen unter Zeitdruck, weil das Beatmung alles ein bisschen länger gedauert hat. In dem Moment, wo mir jemand auf die Schulter tippt, kommt der Energieminister und den kann ich auch nicht lange warten lassen. Insofern versuche ich schnell zum Punkt zu kommen. Es hat deswegen auch länger gedauert, weil die Hoffnung, Bereitschaft und der Wille zu kooperieren ausgesprochen groß ist. Wir werden heute insgesamt 5 Kooperationsverträge unterzeichnen, beziehungsweise vielmehr die Firmen. 3 sind jetzt mit ADNOC unterzeichnet worden. Sie alle handeln davon, grünen Wasserstoff zu produzieren, die Forschung daran zu intensivieren, die Technik zu entwickeln und die dann nach Deutschland zu bringen. Wenn ich sage grün, weil der noch nicht vorhanden ist, wird man zwischendurch auf blauen setzen, also Abscheidung von CO2-Molekülen und der Speicherung dann hier in den Emiraten. Aber der Transport, die Technik, die Entwicklung, die Benutzung, die kann dann schon losgehen. Wir haben einfach keine Zeit zu verlieren. Wir können jetzt nicht 10, 15 Jahre warten, bis wir genug grünen Wasserstoff haben, um dann von der Kohle umzuswitchen. Das sind natürlich relative Schritte, aber relativ bessere Schritte, als sie nicht zu tun. Und das haben wir intensiv durchdiskutiert. Wir brauchen ein Qualifizierungssystem für die verschiedenen Formen von Wasserstoff. Wir brauchen die Transportsysteme und die Firmen, die mit sind und das Know-how, das hier in den Vereinigten Arabischen Emiraten vorhanden ist, das wird jetzt zusammengebracht. Es gab ein großes Engagement und das war sehr schön zu sehen und mein Engagement ist auch groß. Bitte. 2 kurze Fragen. Haben Sie auch über Erdbeben gesprochen? Nein, wir haben nicht über Erdöl gesprochen, außer über die OPEC. Insofern der Appell, dass die Fördermenge so angehoben wird, dass die Menschen auf der Welt, solange wir Erdöl brauchen, dieses Erdöl bezahlen können. Aber wir haben nicht über deutsche oder emiratische Spezifitäten an der Stelle gesprochen. Letzte Frage. Die beiden Länder haben ihre eigene Staatstradition, die erkennbar nicht die deutsche oder die europäische Tradition ist. Aber man muss sehen, woher sie kommen und was sonst in der Region los ist. Und die Dynamik der Liberalisierung ist in beiden Ländern groß. Vielleicht nicht in allen Bereichen, die wir in Deutschland immer so sehen, aber bei den Arbeitsrechten, den Arbeitsbedingungen sind noch nicht gewerkschaftlich geschützt. Es gibt auch gar keine Gewerkschaften hier. Aber dann doch Fortschritte zu erzielen, sind erzielt worden in Katar und in den Vereinigten Arabischen Emiraten gibt es eine sehr aufgeklärte Form der Politik. Die Umweltministerin, mit der ich heute Morgen sprach, überhaupt sind viele Frauen im Kabinett. Das heißt, ich glaube, man muss es messen an dem, woher sie kommen und was erzielt wurde. Und ich habe immer wieder deutlich gemacht, dass wir als politische Erwartung auch, aber als politische Form über das Lieferkettengesetz, das, was für diese Region manchmal vielleicht als Beschwernis erlebt wird, als Vorteil sehen, als Partnerschaftsvorteil und am Ende auch als ökonomischen Vorteil. Also, naja, wir können sehr viel Strom, wenn wir gut sind, selber produzieren, aber wir werden immer Energie importieren müssen. Es ist, würde ich sagen, geradezu ausgeschlossen, dass wir alles, was wir an Energie in der Industrie, im Wärmesektor verbrauchen, selber produzieren. Insofern sind wir angewiesen auf verschiedene Energieträger, wie ich schon mehrfach ausgeführt habe. Wir sollten nicht wieder den Fehler machen, uns auf einen Staat, auf eine Region mit allem, was wir haben, zu konzentrieren. Wir müssen es breiter aufstellen. So agiere ich ja nun die ganze Zeit. Und diese Region ist eine Hochleistungsregion für die Energie, die Staaten, die ambitioniert sind, in der Ambition zu unterstützen, sowohl was Rechte angeht, aber eben auch was den Ausbau einer grünen Infrastruktur angeht, das kann nur richtig sein. Vielen Dank.